erfolgreiche Sängerin und die andere vielleicht auf dem Weg dorthin. Sandra Perez und ihre Tochter Lea. Zurzeit stehen sie erstmals gemeinsam auf der Bühne und wir waren bei den Proben für das Musical The Sound of Music in der Volksoper dabei. Sandra Perez und ihre Tochter Lea auf dem Weg zur Klavierprobe. Sandra Perez ist bereits 2008 in The Sound of Music hier aufgetreten. Für Lea ist es eine Premiere. Das Musical spielt in Salzburg kurz vor dem Anschluss an das Deutsche Reich. Der Witwer und mehrfache Vater Baron von Trapp heiratet die junge Maria. Durch die Musik findet sie rasch Zugang zu den Kindern und gründet einen Familienchor. Als sich Baron von Trapp weigert, zur deutschen Marine zu gehen, muss die Familie über Nacht Österreich verlassen. Jetzt begrüße ich beide sehr herzlich bei mir, Lea. Hallo, schön, dass du da bist. Und Sandra Perez, beide da. Lea, wie laufen die Proben? Sind die schwierig? Lustig. Lustig sind sie? Ja. Und singen, ist das leicht für dich? Oder? Also, ja, es ist schon leicht. Ja? Da. Wolltest du, hast du zur Mama gesagt, Mama, ich will da mitspielen? Oder ist die Sandra zu dir, also deine Mama zu dir gekommen und hat gesagt, Lea? Sie hat mich gefragt. Ich habe dich gefragt. Ja. Also ich habe dir gesagt, dass es möglich wäre. Ja, und ich wollte es. Und du wolltest. Und gab es dort ein Casting oder wie ja, bist du ein Casting. Dann? Okay, und da waren viele Kinder dort und ja. Was hast du vorgesungen? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Was war's? Schenk mir deine Welt. Zeig mir deine Welt. Schenk mir deine Welt. Zeig mir deine Welt. Ja, ein Lied, das ich aufgenommen habe für die Integrationsfonds von Österreich. Mhm. Lautet ein Kinderchor und das hat sie eben dann dort vorgeführt. Für dich sind die Proben lustig? Für dich sind die Proben schwierig? Gestalten sie sich schwierig oder geht es gut voran? Seid ihr gut in der Zeit? Wir sind sehr gut in der Zeit. Die Kinder können alles schon. Wir Erwachsene tun noch uns schwer. Aber die sind die professionellsten von allen. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, wie sie kommen. Sie sind ganz genau vorbereitet und wissen, wo sie stehen müssen. Und wir, okay, was musste ich jetzt machen? Ja, auch Choreografie und so. Ja, also tanzen, ist es leicht für dich, Lea? Ja. Auch? Ich sage mal, bist du ein Talent? Möchtest du mal Sängerin werden? Ja. Aha, das willst du sehr gerne. Und welche Musik? Eher so Musical oder eher Pop? Pop. Pop. Britney Spears. Oder was, wer wäre da dein Favorit? Habe ich keinen. Hast du keinen, aber es gefällt dir einfach. Ja. Also das Singen war aber von klein auf immer schon, glaube ich, im Mutterbauch war das schon. Also ich habe eben diese CD-Songs für Lea, für sie aufgenommen. Und das war so, dass ich sogar als Baby diese CD gehört hatte. Aber als ich angefangen habe zu singen, hat sie das nicht wollen. Hat sie gestrampelt, oder? Nein, sie wollte das einfach nicht. Sie wollte, die CD war ganz in Ordnung, weil es hat sie beruhigt. Aber sobald ich angefangen habe zu singen, war sie... Oder? Da hast du immer gesagt, sie wollte immer selber singen auch. Okay, bei dem Casting, also das Casting ging gut, dann fingen die Proben an. Jetzt ist Drei Castings. Drei Castings, das ist viel da durchkommen. Das ist aber schon eine Leistung. Hm? Ja, ein Casting war am einen Tag und zwei Castings waren zum anderen. Okay. Wer war am nervösesten vom allen? Wer war da nervös? Sie. Es war so schlimm. Wieso du nicht? Hast du gedacht, wenn es geht, ist gut? Nein. Ja. Du, aber ich habe gehört, du bist in Mathematik sehr gut. In der Schule. Wenn ist dir nicht mehr bekannt? Oder ist das eine falsche Information, die ich da habe? Nein. Bist du in Singen besser? Ja. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Das wird also, 30. wann ist Premiere? 30. April. Und dann durch Mai sind es dann 11 Vorstellungen. Okay, und die werden alle gespielt und du wirst da kein Problem haben. Wie ist denn das mit dem Schlafen gehen dann, sag mal, und am nächsten Tag aufstehen? Naja, ist schon ein bisschen schwer, weil die Proben sind um 8 aus und dann gehe ich so, um 10 schlafe ich ein.
Ich bin jetzt so baff. Schwierig ist es. Ich bin total müde, wenn ich nach Hause gehe. Und du bist voller Energie und Mama, ja, ja. Und ich möchte sofort einschlafen. Sie ist noch... Mama, sie fängt an zu reden und zu reden. Mhm. Also wie es jetzt so wirklich ist, weiß ich nicht. Aber Sandra, war es nicht schwer, auch der Lea natürlich die Geschichte von dem Musical zu erklären? Weil es handelt immerhin von einer Familie, die damals aus Nazi-Deutschland flieht. Wie hast du ihr den Inhalt beigebracht oder erklärt? Also diese Geschichte finde ich, dass jede Generation wissen sollte darüber. Und es ist ein Lernprozess für jede Generation, dass sowas nie wieder passieren sollte. Aber wir haben alle unsere, wir sind sehr... mit unseren Bedürfnissen beschäftigt. Und damals war auch jeder auf seinem Bessere, also dass alles besser werden sollte. Und dadurch ist eben diese grauenhafte Zeit entstanden, weil ein bisschen ein Egoismus ist schon prinzipiell in den Menschen. Und das versuche ich auch bei der Lea zu erklären, dass so gut wir nur an uns denken, müssen wir auch an den anderen Menschen denken, dass es auch ihnen gut geht und nicht nur bei uns selbst. Du bist, einen großen Teil deiner Kindheit hast du in Australien verlebt und bist 2007 das erste Mal wieder nach Australien zurück. Und hast du dort auch ein Konzert gegeben, stimmt das? Ich habe 2007 in Osttimor, wo ich geboren wurde, dort war das erste Mal, dass ich eigentlich dort war und ein Konzert gegeben. Also der Papa hat von der Lea, der Bernhard, wir sind gemeinsam hingeflogen, da ist sie geblieben bei der Omi. Und die Omi ist so super. Was würde ich ohne der Omi machen? Ja, die Omis machen einen ganz gewaltigen Teil. Ja. An dieser Stelle ein großes Danke an alle Omis. Ja. Ich danke euch sehr, dass ihr gekommen seid. Viel Erfolg für die Premiere. Toi, 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 wie man es erklärt. Du wirst das aber bravourös meistern. Da habe ich überhaupt keine Bedenken bei dir. Sondern viel Erfolg auch für weitere Projekte, sei es CDs, sei es Konzerte. Steht danke viel an in nächster Zeit. Ja, ziemlich viel. Danke. Danke euch fürs Kommen. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken. Weiter geht's mit Konkret und Martina Rupp. Auf Wiedersehen.